Nur ein bisschen. Leitstelle an Pirol 240. Pirol 240 hört. Es wurde uns eine vermisste Person gemeldet. Die Angehörigen teilten uns mit, dass sie bereits vor Stunden wieder zurück sein wollte. Die Person ist mit dem Fahrzeug unterwegs und sollte sich in der angezeigten Region befinden. Fahrzeugbeschreibung Typ Coupé, Farbe grün. Wir haben verstanden und machen uns sofort auf die Suche. Wird jetzt die Person vermisst oder das Fahrzeug Coupé, Farbe grün? Wir finden selber aus. Wieder Zeit, wenn ich von mir. Okay. Die Kiste kommt nicht zurück, warte. Oh, was macht der denn da drüben? Da hat was gesehen. Ich bin in die Kurve gedriftet hier. Polizeiwagen, vielleicht können wir wieder erfahren. Obwohl, es macht eigentlich keinen Sinn, ne? Polizei-Hubschrauber aus 10 Euro. Polizeiwagen zu fahren. Jetzt nicht auf die Idee, von wegen müssen wir jetzt noch den Polizei, wie heißt der? Polizeieinsatz-Simulator oder so, ne? Polizeistreifen-Simulator, weiß ich nicht. Kenn ich schon. Auch vom Zugucken hat mir das gereicht. Haben wir das Spiel jetzt schlecht gemacht, aber. Ja, nicht rein. Zu laut. Okay, hier ist die Zone. Immer Pickel. Bleiben wir einfach rum. Wer ist das? Alle abstrafen. Kennzeichen ausschreiben. Pirol 240, wir haben eine genaue Ortsangabe bekommen. Der Bereich wird auf der Karte angezeigt. Kann ich die Steuerung hier ändern? Ja, okay. Ich würde gerne auf die Pfeiltasten, dass wirklich A und D hat, dieses rechts links und wenn das neigen. Beiden sehen, so alle zwischen die Kurve. Ja.
8 Uhr so genau angezogen. Tirol 240 an Leitstelle. Melden uns zurück auf dem Staffelgelände. Tirol 240 hört. Es wurde uns eine vermisste Person gemeldet. Die Angehörigen teilten uns mit, dass sie bereits vor Stunden wieder zurück sein wollte. Die Person ist mit dem Fahrzeug unterwegs und sollte sich in der angezeigten Region befinden. Fahrzeugbeschreibung, Typ Sportwagen, Farbe blau. Wir haben verstanden und machen uns sofort auf die Suche. Oh, die Küste braucht jetzt bloß wieder lange, bis es angeht. Gut, das könnte man ja. Ich denke mal, da wird es dazu noch Nachpatch geben. So Quickstart oder so, dass man es dann irgendwie einstellen kann. A la GTA, einsteigen, losfliegen. Schon ein bisschen lästig. Aber gut. Also das ist jetzt nicht so die schlechteste, ne? Also für das Labor. Was ich mich gerade frage, das ist gerade so ein bisschen schlimmer. Jetzt auch einen Tag noch wechseln. Stoppt jetzt. Gibt's denn noch nicht? Gibt's denn noch gar keinen Tag mehr. Wie das? Miep. Oh. Darf stürzen. Gibt's denn noch so Sportwagen blau, ne? Ja, super. Der ist jetzt im Wasser, dann finde ich. Die Frage ist, fährt die Kiste oder steht die, wie die hier so rum?
Bringt das was, wenn ich es nicht anmache? Wir haben eine genaue Ortsangabe bekommen. Der Bereich wird auf der Karte angezeigt. Wird tatsächlich nach. Also, ich habe so die Linie, das Gefühl ist. Guck mal, hier ist eine U-Bahn. Warte, ja, hier. Das ist Sportwagen. Keine Ahnung, auf was ich dann achten soll. Wir haben halt gar nichts gesagt irgendwie, das finde ich immer blöd. Reingeschmissen musst du direkt Polizeiprofi sein. Pirol 240 an Leitstelle. Wir haben das gesuchte Fahrzeug gefunden. Ah. Wir haben verstanden, Pirol 240. Wie ist eure Lageeinschätzung? Hat sich überschlagen, genau. Es hat sich überschlagen durch den Dach. Fall scheint irgendwo zu sein. Es sieht so aus, dass wir das Fahrzeug an der Straße ankommen. So kann ich es tun. Auf Dach liegt es nicht. So, und Kollision auch nicht. Wenn das Fahrzeug an der Straße abgekommen ist, ja, okay, ist so. Wir haben verstanden und verständigen die Einsatzkräfte. Bleibt bitte noch vor Ort, bis diese eingetroffen sind. Pirol 240 hat verstanden. Sehen, aber gut, ein Link ist klar. Da kommen schon die Kollegen. Es wird tatsächlich dunkel. War cool. Lü, tata. Oh, da sind noch mehr von der Straße abgekommen. Pirol 240 an Leitstelle. Da fährt er wieder. Wir hören Sie, Pirol 240.
Die Einsatzkräfte sind am Einsatzort eingetroffen und unsere Anwesenheit ist nicht länger erforderlich. Wir haben verstanden, Pirol 240. Dann kommt jetzt bitte zum Staffelgelände zurück. Pirol 240 hat verstanden. Melden Einsatz hiermit ab und kehren zum Staffelgelände zurück. Alles klar. Vielleicht nicht da hinten so richtig. Ich kann die Map ja schließlich nicht. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal zurück und untersuchen mal noch das Areal. Ja, ich glaube, die Einsätze, das ist ja für random halt, ne? Keine richtige Story irgendwie. Eine Scheinführung. Ich meine, ihr habt es ja gesehen, ich bin auf... Pirol 240 an Leitstelle. Oh. Melden uns zurück auf dem Staffelgelände. Leitstelle an Pirol 240. Pirol 240 hört. Aufgrund besonderer Umstände sollen wir einspringen und einen Abgeordneten befördern. Er soll am Atomkraftwerk abgeholt werden. Den Zielort geben wir euch durch, sobald ihr ihn dort aufgenommen habt. Pirol 240 hat verstanden. Einmal zu seinen Herr geschwungen und schon bumm. Oh, aber das ist wie jeder Tag. Jeder Tag ist gleich bei uns. Wir sehen, sagt er gleich wieder. Hallo zusammen. Das ist ja gestern nicht so gut gelaufen. Aber lass dich dadurch nicht entmutigen. Nein. Heute steht bislang nichts Besonderes an. Daher kannst du zunächst auf der Wache bleiben, bis du einen Einsatzbefehl von mir erhältst. So, das war's auch schon. Dann mal alle ab an die Arbeit. Jo. Willst du nicht gleich ein Tonband oder so ein Kassettenrekorder mit Press Play hier? Alles senkrecht? Hier oben waren wir, glaube ich, schon. Ne? Das haben wir auch schon. Da kommen wir nicht rein. Drucker. Okay, was wollen wir da groß machen? Ah, wir hatten doch nur diese... So, was haben wir denn hier? Läppi. 50. Ach, wir können uns hinlegen. Dann läuft die Uhrzeit schnell. Oh cool, die hier an der Wand. Ist das, was ich sehe? Ach Mensch, wenn man sowas schon reinmacht im Spiel, dass die Uhrzeit im Spiel an jeder Uhr gleich ist, warum nicht den beschissenen Radiowecker auch? Ich glaube, der zeigt ganz Jahres an 9.59 Uhr. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Okay, dann ist das unser Restroom. Bett von noch zwei anderen. Kann ich mich nochmal hinlegen? Nö, ne? Nee. Ja, also hier 17:45 jetzt. Und dann müsste der ja wenigstens mal... Nö. Auf die Real-Life-Zeit ist es nicht, habe ich auch gerade geguckt. Wäre auch schon ein paar Mal umschalten müssen. Dann. Leitung. Daily News, Breaking News. Nun, den Rest kann man nicht lesen. Auf jeden Fall irgendein Häuschen mit einer. Leitstelle an Pirol 240. Nein, Pirol 240 hört. Am Tagebau kam es zu einer unangemeldeten Demonstration und wir wurden um Luftunterstützung gebeten.
Bitte begebt euch dorthin und wartet auf weitere Anweisungen. Pirol 240 hat verstanden. Wir machen uns sofort auf den Weg. Oh. It's time for coffee. Coffee ist my best friend. Hier steht jemand sehr, sehr auf Kaffee. Und hier kommen wir nicht durch, aber wir können es nicht anlösen. Selbst die Uhr tickt mit. Ja? Nicht cool. Nur der Radio-Weiger, den hat man halt vergessen. New York, Tokio, Berlin, London, Paris. Ja. Challenger, the main goals of Jefferson and Hint Inc. Und wieder Coffee. Die Kaffee, den Kocher hier kann ich nicht anschmeißen, aber Hauptsache die Mikrowelle und das Radio und den Toaster. Lilongi, das sehe ich von Weitem. Wir wissen schon, dass so ein Kaffeefallautomat nicht blubbert. Das ist doch keine Kaffeemaschine, das ist doch ein Vollautomat. Der macht doch zzzz und dann zzzz. Irgendwelche anderen Geräusche, jedenfalls nicht das. Kasten, was haben wir hier? Ein XXXXL-Drucker, der ziemlich verpixelt ist oder alt ist. 24 Stunden Spezialist Insektenspray, okay. Beste Hauptsache, dass es hoch auflösen, dass man alles lesen kann, aber wir durch. Bin da an die Monitore gucken, was da ist. Gut. Hoher Wert auf Insektenspinnen. Gemeinschaftsraum. Calling Insect Killer. Ich bin fehlgeschlagen.
Nein, 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 wir sind ja noch am Erkunden. Nicht wegblenden. Sind noch im Staffelgelände. Fernseher. Okay. Jetzt lang gerade wieder ein Auto. Dann haben wir hier Fahrbereitschaft. Generic Taschentücher. Weißt du, das Insektenspray kann man super lesen, aber hier den Müll nicht. Das hätte mich jetzt voll interessiert, was da steht. Ja, was machst du? Ich hier nicht durch. Das hier oben ist ein Kalender, damit ihr das da. Das ist ein Kalender. Kannst halt schweren Ziffern irgendwas in so. Um Clivy Lucy. Keine Ahnung. Da ist was ausgeschwärzt. Gericht oder sowas mit einem Barcode auf jeden Fall oben. Das sieht aus wie ein Barcode. Leitstelle an Pirol 240. Pirol 240 hört. Am Tagebau kam es zu einer unangemeldeten Demonstration. Und wir wurden um Luftunterstützung gebeten. Wer macht E-Mail? Bitte begebt euch dorthin und wartet auf weitere Anweisungen. Das sieht aus wie E-Mail. Pirol 240 hat verstanden. So, wir machen uns sofort auf den Weg. Wer wo halt ist? Oh, Entschuldigung. Nochmal Entschuldigung. Ach, der guckt mich gar nicht an. Er steht so gegen die Wand. Was haben wir hier? Durchgestrichen, eingekringelt und bla bla bla. Auch eine Art Liste, wieder Text. Waren wir schon, ne? Ja. Gut, dann haben wir die auch alle durch. Hinten waren wir auch schon. Oh, wir haben sogar Schatten geworfen, hast du gesehen? Ja. Waren wir auch schon. So, dann gehen wir noch mal eins runter. Was war denn hier noch? Auto Tuner Mag. So kann ich nicht hier auf den Tisch bringen. Die Mythen. V6 oder V8. Ja, der High-End Turbo. Das sieht aus wie ein 370Z. Na gut. Blablabla, Trees. Irgendwas mit Bäumen und Pflanzen. Doch keinen. So, geht die Uhr auch richtig? Ja, ne? 55, ja. Na, also Flugeinsatz waren wir schon. Briefing waren wir schon. Zentrale Dienste. Vorräume, Anmeldung, Fahrbereitschaft. Hallo? Küche, Gemeinschaftsraum, waren wir schon. Zentrale Dienste, drittes OG. Guck mal dann nochmal. PC waren wir schon drin. Erste Hilfe. Oh. Ja, volles Öl. Sieht ja aus wie so ein Multiraum. Ach, guck mal, ein alter Epson. Okay, ich stimme. Ja klar, die können ja da nicht Epson dran, aber na gut. 12 Volt Batterien, ja. Da steht sogar drauf. 12 Volt, 5. 12 Volt, 5. 5 Ra.
Okay, das könnte aber auch Seriennummer dann schon sein. Ja. Genau. Die gleiche Tafel wie hier draußen. Mal kurz hingehen. Wie mit Clear. Leider hochgehen? Ne. Blablabla, Irf. Wieder clear. Schreck mich da nicht so. Hier, muss nochmal. Verti. Vertil, Irf. Als normal. Hier durch? Ob Abstellhalle. Ja, Wahnsinn. Mit Motoren sein. Fehlgeschlagen. Ah, ja. Ach, guck mal, die Fenster sehen noch anders aus, deswegen können wir da rein. Na ja, gut, wir wollen hier hinten noch zu dem Auto hin. Gucken wir uns auch an. Tag, Chef. Wieder vielleicht mit rumgurken können. Security? Nein. Können wir nicht. Oh. Wahrscheinlich kriegt man dann später noch Verlauf oder. Ja. Leitstelle an Pirol 240. Pirol 240 hört. Aufgrund besonderer Umstände sollen wir einspringen und einen Abgeordneten befördern. Komm wieder. Er soll am Flughafen abgeholt werden. Den Zielort geben wir euch durch, sobald ihr ihn dort aufgenommen habt. Pirol 240 hat verstanden. Wir machen uns sofort auf den Weg. Jumbo. Da gehört doch eine Abdeckung drauf. So, jetzt gucken wir nochmal erst die Etage. Gut. Instinktsbums. Naja, den Raum haben wir übersehen. Ja, cool, so ein Freefall von einem Freizeitpark. Dann macht ihr die Dienstplanzeugs. Kann ich alles nicht lesen. Irgendwie Diagrammstatistiken. Ist hier eigentlich kein Licht an. Wird kaputt. Nicht unser Computer. Was? War hier drin? Das ist verschlossen. Und da ist der Besprechungsraum wieder. Da stehe ich mich jetzt hin. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Tschüss.